Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stalker. Ich habe mich mal wieder nach 2,5 Monaten rangetraut ans Spiel, weil ich keinen Bock hatte. So, diesmal haben wir auch einen netten Prominenten dabei. Genau, der da meldet sich schon im Hintergrund selber. Der da, ich mir. Nee, du bist der da und ich bin ich mir. Naja, der da und ich mir sind wieder am Start. So, also ich habe im Internet nachgeguckt, ich muss nochmal komplett zurücklaufen, um diesen hässlichen Schlüssel für die Zimmer 26 zu holen. Und das freut mich überhaupt nicht. Scheiße, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber das Problem kennen wir ja. Warte, wir haben es 13:41. 13:41. jetzt muss ich das mir bloß im Kopf behalten. Ja, ne, ich guck ab und zu mal einfach auf. Ich hab die Uhr jetzt offen. Du hast jetzt genau 1 Minute aufgenommen, offiziell, laut meiner Uhr. Offiziell laut meiner. Ja, Armin, was machst du denn gerade so? Ich zock GTA 5. So lange ist es her, dass Tommy aufgenommen hat. Ja, ich hab's halt, mir Zeit gelassen, kann man so sagen. Oh, nee, ich zock GTA 5 online. Anders geht's gerade gar nicht. Macht dich mehr Spaß oder hast du kaum noch was zum Zocken? Alter, der hat seine Knarre rausgeholt, das ist sehr viel. Ich werde jetzt hier erstmal ein paar Waffen ablegen, damit ich schneller nach Hause komme. So, muss ich mir nur merken. Was, machst du die Mission oder? Nö, wir haben gerade noch ein bisschen Mindrun bei die Folge gewandt. Kannst ja auch aufnehmen. Das ist jetzt irgendwie eine Andeutung? Nein! Du hast es ja bloß schon seit längerem nicht mehr gemacht. Naja, ist ja auch scheiße mit einer 6000er Leitung aufzunehmen. Weil das Hochladen 5 Stunden dauert. 5 Stunden! Ja, naja. Na dann, du nimmst auf und bringst es zu mir. Ich brauch nur 40 Minuten. Ja, ist doch schön. Freut mich. Ich fahre jetzt jedes Mal zu dir. Ja, du kannst. Was machst du mit deinen Aufnahmen? Dann haben wir nämlich geteilte Geschwindigkeit, dann sind es plötzlich 1,5 Stunden für jeden, aber das geht immer noch klar. Ja, siehst du? Und selbst wenn, dann lasse ich einfach über Nacht deins hochladen und morgens dann meins oder irgendwie so. Ey, wenn, dann möchte ich schon die eigene Butze mit haben. Mit einer 100 Millionen K-Leitung gefühlt. Hättest ja mit einziehen können, aber ich sag dazu nichts mehr. Weil es überhaupt nicht geht. Wenn du mir das Geld gibst, gerne. Nee. Wenn du die Miete für mich mitzahlst, gerne. Nee, so sozial bin ich nicht. Siehst du? Aber es ist gut, dass wir das jetzt schon wieder ausdiskutiert haben. Klar, mussten wir doch, oder? Das sind alle Diskussionen zwischen uns. Nee, eigentlich sind die wesentlich schlimmer. Die war doch jetzt eigentlich ganz cool. Ja, aber ich meine jetzt. Deswegen, wir sind immer cool, verstehst du? Ach so. Das ja, ist unsere Coolheit in Frage gestellt. Wir sind einfach heftig, das darfst du einfach nicht vergessen. Ja, aber sonst belegen wir uns ja eigentlich ein bisschen mehr, wa? Wir benehmen uns? Belegen. So. Ja, ich hab noch Musik hier gerade vom Auto noch zu hören. Ja. Und was geht bei dir ab? Erzählen. Ja, ich laufe zurück und bin jetzt. Warte mal, wo bin ich denn? Rauszoomen. Ich nicht erkenne, wo ich bin. Achso, das ist da. Ich nicht verstehen dein Deutsch. Ich bin gerade im Roten Wald, das sagt dir sowieso nichts. Roter Wald, na klar. Und ich muss zurück nach. Kann ich mal kurz zeigen? Nach. Kannst du mir gut zeigen? Ich glaube sogar hier hin. Nee, meinen Zuschauern. Achso, du sprichst denn die Zuschauer mit du an? Ja. Sind halt Freunde und so. Ich hab ja sonst keine. Du bist ja nur so ein hässlicher Assi. Ey, ich dachte, wir sind Freunde. Naja, ich rede doch immer mit meinen Freunden so. Also ich rede mit meinen imaginären Freunden immer so. Boah, ich bin gerade erschrocken. Müsst ihr wissen, ich hab da noch so ein paar. Was? Entschuldigung, ich hab mich gerade erschrocken. Nee, es ist auch nicht so schlimm, ich wurde gerade abgelenkt. Ich sehe gerade noch zwei Mitspieler. Ich mach grad Drive-By. Na, gleich kommen diese hässlichen Hunde, ich hoffe. Gib Gas, Alter! Wow, die kam zum ersten Mal nicht, sind es. Oh nein, oh nein, 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 nein! Drive-By ever. Ich hab gedacht, ich kann hier ein bisschen Schutz suchen, aber nein.
Ja, bin ich schon bei. Nee, du nicht, aber der Feind hier, Armin, mach mal was. Der falsche Armin. Mach mal was. Der falsche Armin soll sterben. Nee, nicht der falsche. Ah, ist ein bisschen zu viel Strahlung. Na, da kann ich mich nicht hinter verstecken. Nee, hier sind leider wieder ein paar NPCs gespawnt. Eigentlich ja nicht. Ja, NPCs. Hallo, wie viel überlebt denn der? Hallo, ein ganzes Magazin direkt in seinen hässlichen Schädel und der interessiert ihn überhaupt nicht. Ja, kennst du doch. Das ist so, als wenn ich mit dir spiele. Du schießt dir 1000 Kugeln in den Kopf, du schießt eine, ich bin tot. Ja, das ist ja auch Lachskill. Ja, stimmt, Lachskill, stimmt. Du hast aber auch ewig nicht mehr gesagt. Ja, das sagt man ja nur online. Die wollen abhören, die Wichser. Das könnt ihr vergessen. Ihr dreckigen Hurensöhne. Sorry für diesen Ausdruck gerade, aber dann geht der andere. Da fliegt gerade Feuer und Flamme. Total aggro, der Kleine hier. Nee, nee, die wollen hier Rache, die beiden Kleinen. Wichsköppe. Ah, nur dass sie so doof zum Fahren sind. Hm. So, wir sind immer noch auf dem Rückweg. Jetzt schon im zweiten Gebiet. Wie weit mussten zurücklaufen? Na, bis in die erste Gegend, wo man praktisch startet. Ganz am Anfang. Hm. Da muss ich dann mit einem reden, der sagt mir, dass ich in dieses komische Militärlager soll. Und da sagt mir dann einer, dass im Zimmer 26 dieser Decoder ist, den ich so dringend brauche. Upsala. Okay. Verarsche ich die beiden mal ein bisschen. Das ist so geil, Alter. Ich feier das. Kann ich das weiter rauszoomen? Uah. Oh, ist gelb. Ich feier das einfach hart, wie man sich mit anderen Spielern das einfach gibt. So, Armin, sag mal, was ich danach aufnehmen soll, wenn ich hier mal irgendwas. Was du danach aufnehmen sollst, was hast du denn überhaupt da an Spielen? Das wäre jetzt erstmal das Interessante. Na, immer noch Company Fever 2, was ich eigentlich machen wollte, aber jetzt irgendwie doch gar nicht mehr so dazu Bock habe. Ja, dann habe ich noch Dead Space 1, 2. Die will ich auf jeden Fall irgendwann machen, da habe ich auch noch Bock drauf. Jetzt können wir vorstellen, weil Dead Space auch einfach, was das eigentlich actioner geladener ist. Ja, Borderlands hatte ich ja schon vorgeschlagen. Ja, das können wir gerne spielen, aber auf Borderlands, auch wenn ich irgendwie ehrlich gesagt nicht ganz so Bock auf Borderlands habe, muss ich sagen. Hm. Also so ein Shooter wieder, so habe ich schon eigentlich schon Bock, muss ich sagen, aber. Oder, ach naja, dann müsstest du es ja dann mit aufnehmen. Keiner einen, den man so nehmen könnte. Müsstest es dann mit aufnehmen, hier Resident Evil 5. Ja, mit aufnehmen muss ich ja nicht, aber. Geht's hier nicht raus? Gut, ich wollte schon sagen. Ja, aber Resident Evil hätte ich eigentlich auch mal wieder Bock. Jo. Resident Evil 5 klingt eigentlich ganz gut. Hm. Ja, das können wir denn nur am Rechner machen, wa? Ja. Naja, oder wir. Ja, auf Konsole ist ein dumm, weil wir da den geteilten Bildschirm haben. Also das wäre an sich bestimmt kein Problem, aber. Aber naja, wieso, wenn wir bei mir zocken? Ja, was hat das jetzt mit der Aufnahme zu tun? Na, dann können wir doch beides gleichzeitig aufnehmen, dann muss man nicht nur einer Dings zeigen. Weißt du? Weißt du, dann sieht man ja beide Aufnahmen gleichzeitig. Also ich finde es nicht schlimm, sagen wir es so. Ich verstehe gerade nicht ganz, worauf du hinaus willst. Also wenn wir jetzt das auf Konsole spielen, meinst du, dass wir den geteilten Bildschirm einfach so lassen sollen, wie er ist? Ja, wieso nicht? Weil so würde ich ja sonst nur meine Aufnahmen sehen. Oder wir nehmen deins dann mit auf und laden es erst in 30 Jahre hoch. Das, was ich schon mal vorhin gesagt hatte. Aber ist egal. Wenn ich denn nicht. Ja, müssen wir mal gucken. Ist jetzt die Frage erstmal, wann. Nein. Müssen wir die Aufnahme halt bei dir machen. Das Problem ist, du hast keinen Grabber. Beziehungsweise keine TV-Karte drin. Ach so, ja, scheiße. So, jetzt muss ich leider die Hundis erschießen. Oder die so komischen hässlichen Eierhunde.
Ja, ich bin jetzt schon fast in der Nähe. Naja, noch ein bisschen laufen, aber trotzdem. Ja! Hallo? Ja, ohne Grabber ist dann auch für'n Arsch. Ja, deswegen. Oder? Naja, das ist ja. Das ist auch ziemlich Schwachsinn. Metal Gear! Boah! Das ist aber hart, ey, wegen den ganzen Zwischensequenzen. Also. Aber wenn, dann meinst du bestimmt die ganze Reihe, aber selbst wenn. Ja, klar. Ah, darauf habe ich ja sowieso immer Bock. Was für dreckige Hurensohn wir sind, ey, ist der Hammer. Hast du jetzt eigentlich schon mal mit Chris und mit Laue gleichzeitig gespielt? Nee, nicht. Das ist ja Schwachsinn. Ja, weil Laue noch nicht da war. Sonst hätte ich es gerne gemacht. Ah, der ist doch bestimmt hier auf dem Dach, Alter. Oder ist der auf der Autobahn? Dann feier ich das. So, also. Wo bin ich denn jetzt? Als. Achso, ja, Mann. Ja, jetzt sind sie ein bisschen angepisst auf mich. Das war kurz mein Kumpel. Ich werde ihn nicht in den Stich lassen. Mein Blinkiebel hier. Der läuft nicht die ganze Zeit auf der Karte. Blinkbill? 10 Minuten müsste ich jetzt schon aufnehmen, wa? Ja. Gut. Ne, ich hatte auch so ungefähr auf die Uhr geguckt, dann nach dir. Achso, der ist da weiter vorne. Huch, scheiße, ich hab's mit dem NPC verwechselt. Hey. Bin ich da? Ja, fast da. Also fast den Rückweg geschafft, sagen wir es so. Ich hoffe, jetzt tauchen nicht noch hunderttausende Feinde auf. Oder Hunde? Ne. Ist das ein Hammer? Ärgerst du schon wieder Leute? Nee, die ärgern mich aber auch mit jetzt. Ah, wie ich ihn erwischt hab! Woo! Mitten in der Fahrt, was für ein Drive-By. Ja, wenn du Gronk und Sarazza siehst. Ach scheiße, stimmt, da hatten wir ja schon mal. Ach. Was aber naja, dass PS3 und Xbox sich da nicht sehen. Ja, ja. Das finde ich aber irgendwie ein bisschen scheiße. Naja, das ist halt so, das sind zwei unterschiedliche Netzwerke, was willst du machen? Naja, trotzdem ist es scheiße. Wäre doch cooler, dann sind noch mehr Leute. Noch mehr Anarchie. Nee, du hast ja maximal nur 16 Leute auf dem Server da. Das sind nur maximal 16. Das reicht echt, das ist unglaublich, was die Server da stemmen müssen, aber ich bin trotzdem angepisst. Weil erst brauchen sie die Zeit, nehmen sich die Zeit und es hat immer noch nicht funktioniert. Und das hat mir ein bisschen so einen Spaß am Anfang genommen. Ja, ich renne jetzt hier vor Hunden weg. Die sind jetzt genau hinter mir, aber ich bleib mal nicht stehen. Jetzt muss ich bloß wieder meine Munition loswerden. Perfekt. So. Hier drin unser netter, wie hieß er? Naja, werden wir gleich sehen. Der gibt uns halt eine Aufgabe, damit wir uns diesen scheiß Dingshund. Scheiß Dekoder. Ja, ich nehme doch schon die Knarre weg. Ja. Nee, du warst nicht. Scheiße. Ja, der Typ, der mir eine Quest geben sollte, ist tot. Hast du ihn abgeschossen? Nein, der wurde von diesen hässlichen Hunden überfallen. Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Mann, halt die Fresse. Das ist ja jetzt ein bisschen schwul. Ja, wenn nicht, dann, ist doch Mist. Ich feier das. Kann ich das irgendwie umgehen? Hm.
Aufträge. Ach, okay. Ich hab die Quest schon mit dem, ich soll mich mit dem Doktor in Stralox Versteck treffen. Dann müsste das eigentlich noch so funktionieren. Ja, jetzt bin ich zweimal umsonst nach hinten gelaufen, aber naja. Naja, wann mache ich mal nicht was umsonst, wa? Du machst was umsonst, du willst kein Geld dafür, du bist kein Kapitalist. Nee. Du bist ein freundlicher Mensch. Ja. Naja, okay. Kommt ganz drauf an, wa? Huch, ich glaube, ich bin jetzt noch einfach vorbeifahren. So. Ich würde sagen, ich bin temporär freundlich. Oh, die schießen auf mich. Was geht hier ab? Was musst du schießen? Ah, jetzt muss ich halt Doc finden in Stralox Versteck. Huh! So. Halt mal wieder Waffengewalt bewiesen. Waffengewalt? Ja, ich hab einfach mit einem Magazin so einen komischen Hund umgelegt. Das ist genau der... Boah, du Penner. Upsala. Mann, das ist so ein komischer, verstrahlter Hund. Ist doch egal, ob er verstrahlt ist oder nicht. Glückliche Hunde sind tolle Hunde. Ja, der ist aber nicht gerade glücklich, also... Klar, der strahlt doch. Ja! Atom wird alle strahlen. Oh mein das Niveau Gott. Hatte der ja. Weißt du was, du darfst schon nicht meine Witze klauen. Außerdem bin ich ja... Ich glaube dir vor allen Dingen deine Witze, ich glaube vielleicht die Art und Weise, wie du deine Witze gestaltest, ja. Na, scheiße. Scheiße gestalte ich die. Das stimmt. Klappe. Aber jetzt tauchen ja nicht gleich wieder hunderttausende Banditen auf. Oha, die Mission ist ja gut hart, Alter. Gut, es tauchen doch Banditen auf. Ich speichere mal lieber. Ich sehe gerade nichts, weil die Sonne so ziemlich auf meinem Monitor hochscheint. Sonne auf dein Monitor? Ja. Du sitzt im Keller, Junge. Ja und? Das heißt ja nicht, dass ich hier nicht genug Fenster habe, wenn ich hier nicht reinkomme. Doch. Klischee, Alter. Ich bin halt ein Kellerkind. Ich sehe jetzt im Bildschirm ja nicht. Guck mir jetzt hier rein. Ah. Ich hab mich dagegen, dass du ein Kellerkind also bist. Also. Jetzt nicht so, dass ich nie rausgehe. Ja, okay, doch. Ey, du musst jetzt schon deinem Image treu bleiben, Armin. Nee, ich bin ein Klischee, also. Du bist ein Klischee. Ja, nee, ja, genau. Ich bin die definierte Form von einem Keller. Ich bin der Keller. So eine Grütze. Nee, also ich muss da schon zustimmen, Nick, finde ich auch assi. Ja, Keller sind ja auch einfach cool, muss man einfach mal sagen. Ja. Keller sein ist einfach fett, weiß. Meine Wände sind nicht orange, die sind einfach weiß. Keller weiß. Schwarz, Keller schwarz, weiß, Alter. Schwarz. Ach, da lebt ja noch einer. Schwarz ist auch eine aussterbende Rasse, weil die leben ja auch alle im Keller, wenn sie können. Eiluk, du bist schwarz und darfst das sagen. Ah ne, du bist ja nur halb Spanier, tut mir leid. Von den Spaniern sind grundsätzlich schwarz, das ist auch immer so. Ja, wieso? Nein, das war ja erst ein Fehler meinerseits. Du wurdest ja als halb Spanier. Stimmt, du machst eh nur Fehler. Ja, das ist aber nicht neu. Du bist ein Fehler. Fehler in der Matrix. Oh mein Gott. Also mit dir... Die Matrix aber richtig kacke gebaut. Ja, das stimmt. Hat sie mit dir echt scheiße gebaut. Wobei, dafür kann ja die Matrix im Prinzip nicht umgehen. Kannst ja geboren sein und dort eingesteckt worden sein. Also, klingt irgendwie auch so mies. Wurdest du angekabelt? So. Ach. Hä? Scheiße. Ich hab mich
abgeirrt in der Abzweigung. So, ja, ein Glück, wie ist das früh genug aufgefallen, war. Hätte ich die ganzen Banditen gerade gar nicht über den Haufen schießen müssen. Oh Gott, ich muss fliegen? Was zum Teufel? Ich will nicht fliegen. Ja, wobei, ich will doch irgendwie fliegen, wenn ich in die Box ist. Los, 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 lass mich einsteigen, ich möchte den Heli. Komm, steig ein, steig ein. Steig ein, steig ein. Ich will dir was zeigen. Was? Zeig dir, wo sich meine Leute rumtreiben. Was? Ich hab noch nie geschossen. Hast du nie auf Leute geschossen? Alter, das ist mich verarschen. Ja, dann doch da lang. Alter, ich kann, was? Auf mich wird geschossen, Alter. Ich kann mich doch nicht verteidigen. Jetzt heul mal nicht. So, du kannst dich nicht verteidigen? Wieso, du hast doch eine Knarre, oder? Ja, aber weißt du, wie beschissen das ist? Also, das ist jetzt gerade mein erstes Mal, dass ich aus dem Helikopter schießen kann. Das ist irgendwie ein bisschen... Wo soll ich denn landen? Wo soll ich denn landen? Wo soll ich denn landen? Okay, da. Ist das langweilig? Jetzt doch eigentlich alles rausschneiden müssen, ist doch Dreck. Das wäre viel besser gewesen, glaube ich. Wer will sich denn das hier reinziehen? Dass ich jetzt hier einfach nur so rumlaufe. Ja, ich tue schon nichts. Ja, Mann, ich hab nicht gesehen. Jetzt hab ich ja gedacht, die schießen doch für mich. Da sollte ich nicht hin. So. So schlimm, die Welt, Tommy, bei Stalkern. Naja... Würdest du nicht in so einer Welt leben wollen? Nein. Lebst du nicht praktisch schon in so einer? Ja... Naja, ich weiß ja nicht, ob das wirklich so ist, wa? Man weiß ja nicht, was da los ist. Aber ehrlich gesagt, ist mir das doch Wurst, solange es nicht hier nach Deutschland kommt. Ja, das ist ja richtig assi. Das ist ja eine dumme Einstellung eigentlich. Ja, aber... Ich weiß nicht, was auf der Welt passiert. Hauptsache, es ist hier nicht. Naja. Ja. So, sorry, aber das... Kann man... Könnte man deine Aussage entnehmen, wenn man dich nicht kennt? Ja, gut. Gut, dass ich mit jemandem geredet, den ich nicht kenne. So, ich hab's einfach nur dir praktisch dargestellt, wie es aus der Sicht der anderen sein könnte jetzt. Ja, ne, aber du bist ja da, damit du mir... Damit ich dich aufkläre, wie scheiße du dich wieder ausdrückst. Ja, genau. Wie unbedacht. Hä, muss ich doch da lang? Tommy, kann sein, dass du etwa genervt wirst durch das Spiel. Ja, weil ich es nicht verstehe. Vielleicht. Backt das Game ein bisschen rum? Nee, kann sein. Halt deine Fresse ja, ey. Krieg gleich Aggression, gleich alles über den Haufen zu schießen. Muss doch da hinten hin, ich war doch richtig. Bloß dieses scheiß System hat mich verwirrt. Speicher doch einfach und schieß irgendwie einfach alles nieder. Musst du mal, also ich muss Folge zwischendurch mal noch halt so einen Rappel kriegst. Oh yeah. Rage-Mode? Aber dann müsste ich das noch so rötlich hinterlegen oder so. Aber das kann ich ja nicht. Ich bin ja noch ein Noob. Also immer noch. Schon wieder. Ganze Zeit schon. Ich glaube, ich müsste mal die Folge beenden, wa? Jo, du bist jetzt 2 Minuten drüber, also es geht eigentlich noch. Ja, trotzdem. Kann ja schnell mal F12 drücken. Aber erstmal laden. Laden, 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 laden. Fuck, ich muss schnell mein Geld überweisen. Los! Ich hab nur 9000 gerade da. So, dann sag mal Tschüss und wir sehen uns in der nächsten Folge von Stalker Shadow of Klomobil mit Laufen und Armin wird wahrscheinlich wieder dabei sein. Tschüss!